Das ist die erste 10,5 Zoll Platte, die ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe. Ich stehe in vollem Saft. Gut, dass ich die Platte drunter habe, sonst würde man auf den Tisch voll bluten. Du musst mir vorher noch sagen, was ich machen muss, damit ich die Exponate wieder aus dem Fokus ziehe. Das kannst du, glaube ich, selber. Gut, dann fangen wir an. Hallo Wolfgang. Ja, Dominik. Wir haben die wichtigste Frage aller Fragen geklärt, wo sind die Schnapspralinen? Die sind hier. Da fangen wir doch gleich mal an, oder? Es haben sich ja schon die Fans beschwert. Erst beschweren sich die Fans, dass wir beim Essen reden und dann, dass wir beim Reden nicht essen. Also, man weiß ja, Schmatzen ist echt störend während so Videos. Faktisch gar nicht mehr, was man machen soll. Herzlichen Dank an Sascha an dieser Stelle. Was ist denn jetzt eigentlich die aktive Kamera? Die hier, im Moment ist es. Ich dachte, die ist immer da, wo du nicht rumfummelst. Ja, aber ich kann es jetzt eh nicht sagen, weil ich das ja im Schnitt erst entscheide. Das verstehen die Leute nicht. Wenn ich jetzt hier an dieser Kamera stehe und da dann rumfummel, wie Wolfgang schon so wortreich gehört hat, dann sollte er zur anderen gucken, weil ich dann meistens die andere im Schnitt dann aktiviere, weil ich ja an der jetzt hier irgendetwas ändern würde. Ich glaube, wir eigentlich eine Stunde mit Kameragelaber voll. Sollten wir mal probieren. Das könnten wir probieren. Vielleicht gar nicht so uninteressant. Die Frage ist, wie lange die Leute dranbleiben. Aber jetzt haben schon wieder die Ersten geschrieben, was dieser Depp im Hintergrund da labert. Das ist auch der Depp, der es schneiden muss als Insider. Das ist auch der Depp, dem die Kamera und der Videokanal gehört. Ach so. Ich hätte einen anderen genommen, aber ich kenne keinen. Das ist genau dein Problem. Und erst mal einen finden, der den ganzen Schmarrn auch noch macht. Ja, und es mit mir aushält. Da hast du jetzt eine große Wahrheit gelassen ausgesprochen. Ja, ich weiß das ja. Ich weiß das ja. Apropos, das ist jetzt der Teil Intro-Gelaber, wie ich es nachher im Video unten vermerken werde. Was hast du denn da mitgebracht? Ein Backblech. Ein Fanuc. Nee, Farcom. 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 Nicht Fanuc, Farcom. Backblech. Kommen wir nachher dazu. Wie? Du hast es jetzt ausgepackt, aber du willst nichts dazu sagen. Genau, sieht doch schön aus. Also, wenn man das mal so richtig reinzoomt, ich weiß nicht, ob du das kannst. Also, so rein technisch. Da. Das heißt also, ich muss in die Kamera gucken und die Exponate in die Kamera halten. Das schaffe ich nicht. Oh, das ist ja Multitasking. Also quasi so. Ist das doof. Nee. Du hast jetzt natürlich wieder komplett außerhalb vom Bild gehalten und ich habe es jetzt auch reingeschnitten. Ja, ist doch perfekt. Weißt du, ich gebe mir alle Mühe, dass du manchmal intelligenter wirkst als ich. Er tat alles in seinen Möglichkeiten, ja, wie auch immer. Fangen wir einfach mal an. Von Miro haben wir ja schon Exponate gesehen. Der hat so viel bei sich. Das ist unglaublich. Aber er war auch so nett und hat mir noch ein paar mitgegeben, dass wir die in dem Videokanal zeigen können. Und ich denke, die sind echt interessant. Wir befinden uns im Jahr 1981 und der übliche Computerbastler spielt mit seinem ZX81. Habe ich übrigens auch gemacht. Als Bausatz gebaut, habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es immer wieder gerne neu. In München gekauft, war richtig teuer, 150 Mark damals. Meine Eltern haben mich angeguckt, was ich da für einen Scheiß mitbringe. Der konnte also ganz viel für meine Verhältnisse auf dem Bildschirm Zahlen darstellen, mit der Folientastatur Basic-Programme annehmen. Und ja, ich war begeistert. Also das hat mich, ich war Programmierer plötzlich. So von einem 150-Mark-Schein auf den nächsten war ich Programmierer. Und ich habe gedacht, zu der Zeit sind alle Computer so. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, 1981, da kam dieser Farcom hier auf den Markt. Und zwar das System M300, ein Mainframe-Computer. Ist das so von der Haltungsrichtung? Ist die Haltungsform so okay? Also hier, Labern, hier rein. Freilandhaltung? Ja, es könnte besser sein, aber... Sag mir doch, wie ich es richtig mache. Weiß er ja selber nicht. Nee, weiß er nicht. Was möchtest du denn darauf zeigen? Weil ich könnte einfach noch ein bisschen näher rangehen. Warte ja, mal. Da würde ich auch, auf Dauer würde ich da auch mal ein bisschen näher rangehen, dass man mal die Beschriftung sieht. Ich drehe das mal ein bisschen schräg. Das ist ein MCC. Die Zuschauer wissen natürlich, was das ist. Und Dominik erkläre ich das erstmal. MCC ist ein Multi-Chip-Carrier. Ich würde das einfach Platine nennen. 14 Lagen. Und das, was man jetzt eigentlich sieht auf den Dingern, sind nur die Kühlkörper. Das sind ECL-LSI-Chips, also Emitter-Coupled Logic, mit sehr schnellen Transistoren und, wie man anhand der Kühlkörper natürlich sieht, auch mit sehr viel Verlustleistung. Und um jetzt einfach mal wirr hin und her zu springen, ich hatte vorhin gesagt, Farcom. Farcom kennt vielleicht niemand, welche Firma das ist, aber Farcom ist die Abkürzung für Fujitsu Automatic Computers. Das ist quasi eine Fujitsu-Tochter, die sich mit der Herstellung von Computern beschäftigt hat. Und Fujitsu hat sich wirklich in den 80er Jahren da ganz stark getan, richtig schnelle Dinger zu bauen. Das sind
Very Large Scale Integrated Chips mit vielen, vielen Gattern, die da drin sind. Die Gatterdurchlaufzeit bei diesen Chips beträgt teilweise, muss ich mal spicken gehen, dass ich nichts Falsches sage, 350 Pikosekunden. Das heißt, da geht richtig was ab. Und auch 1981 hat Fujitsu schon 64 Kilobyte RAM-Module gehabt, die dann zwischen 5 und 25 Nanosekunden Zugriffszeit hatten. Also das Ding war schnell. Diese Platine ist zwar noch nicht der ganze Prozessor, aber sie steckt in einem Rack mit 10, 12 ähnlichen von diesen Platinen. Und diese Platinen haben dann ohne Prozessor, also ohne eigenen Prozessor, einen Computer gebildet. Also quasi ein diskreter Computeraufbau, hat IBM in der Zeit, glaube ich, auch gemacht. Haben viele andere auch gemacht. Keine schnellen Prozessoren, aber sehr, sehr schnelle Digitallogik und daraus einen Prozessor und letztendlich einen Mainframe-Computer gebaut. Der silberne Turm, was ist da? Ist das die Dame? Und da ist ja auch so eine Partikel. Ja, Läufer auf G5. Ja, genau. Das ist eine Partikel. Ja, da gab es auch welche, da waren vier Chips drunter und vier auch größere mit vier Kühltürmchen drauf. Das waren dann so RAM-Module, da waren vier Chips drunter. Das sind einfach nur unterschiedliche Teile. Fujitsu hat ja im Allgemeinen diese MB-Codierung auf ihren ICs, steht hier auch drauf. MB präsentiert. MB präsentiert, genau. Ist aber nicht Milton Bradley, sondern MB13227B. Es gibt zu diesen ICs, die da drunter sind, keinerlei öffentlich zugänglichen Informationen. Also wir wissen es nicht. Schnelle Gatter, brutal schnelle Gatter und noch viel schnellere Gatter. Und der Luftstrom war wahrscheinlich dann hier, das ist wahrscheinlich Luftleitfläche, oder? Dass das hier so ja, zusammen... die wurden, man sieht ja an der Seite vorne und hinten sind Steckverbinder, die das dann über einen ziemlich breiten Bus miteinander verbunden haben. Ich gehe davon aus, dass die wie so ein Umluftofen, also dass die Luft einmal quer über dieses Kuchenblech geschickt haben und das dann halt parallel über alle möglichen. Ist schon eine sehr interessante Technik, aber was wäre so ein Mainframe-Computer ohne Speichermöglichkeit? RAM hatten wir schon, das RAM war sehr, sehr schnell, aber wir hatten natürlich auch eine Festplatte. Und ich war 1981 froh, dass mein ZX81 einen Kassettenrekorder hatte. War eine feine Sache, ging richtig, richtig langsam. Fujitsu hat quasi die moderne Festplatte erfunden, muss man dazu sagen. Bis zu dieser Zeit, in den 80er Jahren, gab es Festplatten, hatten wir schon als Demonstrationsobjekte dabei, offen. Das heißt, ein Plattenstapel, den hat man gegebenenfalls eingelegt oder der war schon fest verbaut in einem großen Gehäuse und drehte sich da. Fujitsu hat angefangen, ein, wie haben sie es genannt? Ah, da muss ich jetzt wieder nachgucken, das darfst du nachher rausschreiben. Nein. Nicht? Okay, na dann. Eine Disk Enclosure zu entwickeln. Disk Enclosure heißt ein... Disketten... Naja, ein Plattengehäuse. Eine Diskette ist es ja nicht, es ist eine Festplatte. Plattkiste. Das ist quasi die zweite Generation der ersten separat verbauten Festplatte. Und wenn wir uns die mal angucken, jetzt bin ich wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Bild. Man hört sie nur schreien. So. Sieht, das ist hier so ein Alu-Druckgussgehäuse. Und in diesem Alu-Druckgussgehäuse sind ganz viele Plattenköpfe und diese Platter hier natürlich. Sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Platter mit insgesamt 20 Köpfen. Die drehen sich auch. Klingt ein bisschen, bisschen kratzig schon. Aber wir wollen nicht zu viel erwarten von dem Ding, was schon ewig offen steht. Normalerweise war hier drüber nochmal so ein Druckgussteil. Auch mit den gleichen Kühlrippen wie hier an der Seite. Und das Ding war quasi hermetisch versiegelt. Aber es war eine Festplatte, die wirklich in einem geschlossenen Gehäuse und separat vorhanden war. Das gab es vorher so in der Form, wenn ich mich richtig durchgelesen habe, nicht. Insofern war es was Besonderes. Es lief unter dem Codenamen Eagle 1. Also quasi Mondbasis Alpha 1, nur in Festplatte. The Eagle has crashed. Landed. Ja, in dem Fall. Wie auch immer. Hat ja auch eine Landing Zone. 20 Köpfe, habe ich gesagt. Ihr habt ja bestimmt zugehört und euch gewundert, 6 Platten, 20 Köpfe. Ich habe nicht zugehört. Du hörst sowieso nicht zu. Aber unser Publikum ist ja doch immer sehr interessiert an den technischen Details. Die verstehen das dann auch. 20 Köpfe, 6 Platten, da stimmt was nicht. Da waren 2 Reserven. Ja, zuschaltbar. Kopf kaputt, bitte den zweiten nehmen. Nein, da gehen wir doch mal. Ich heb's jetzt auch hoch, dass ich den Tisch nicht zerkratze. Ist schon spät. Wie auch immer du, was auch immer du tust. Ich weiß nicht, ob man es
kameramäßig sieht, wenn du mal in deine Handwackelkamera-Modus, in deinen Handwackelkamera-Modus gehst. Dann schreien die Zuschauer wieder. Jetzt sehen wir hier wahrscheinlich nur mich, aber das reicht ja auch. Was möchtest du denn zeigen? Innen drin? Ups. Eine neue Variante von, ich verstelle das Bild. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Man sieht die Köpfe. Hilft das? Ja, also ich sehe die Köpfe. Einwandfrei. Und vielleicht sieht man auch, dass auf jedem Arm von der Kopfverstellung insgesamt 4 Köpfe drauf sind. Das heißt, für jede Plattenseite oder Platterseite sind es 2 Köpfe, die fest miteinander verbunden sind, mechanisch. Habe ich in der Festplatte auch so noch nie gesehen. Normalerweise gibt es pro Platterseite einen Kopf. Hier sind es 2. Und da wird natürlich die Schreibrate deutlich erhöht, weil ich ja im Prinzip von einer Platterseite theoretisch mit 2 Köpfen gleichzeitig lesen könnte. Aber wenn ich natürlich die Spur verstelle, verstelle ich sie für beide. Ja, und das dürfte ja egal sein. Wenn es dann immer hart. Aber wenn du natürlich jetzt eine neue Hardware kriegst, dann muss man die wahrscheinlich alle nachstellen, oder? Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gewartet. Aber ist schon rustikale Technik, möchte ich mal sagen. Ja, jetzt Moment, wie ist jetzt das mit den 20 Köpfen? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Also 4 mal 5, ne. 2 pro Seite. 2 Köpfe pro Platter. Das sind 10 Innenseiten. Haben wir also 20 Köpfe. 10 Innenseiten, okay. Ach so, die Außen haben... Und auf der Außenseite ist auch nochmal ein Kopf. Ich gehe davon aus, dass der für die Servospur zuständig ist. Jetzt verstehe ich sogar, weil jetzt irgendwie hat's nicht, ist es nicht aufgegangen erst einmal. Auf jeden Fall haben sie aus dieser Festplatte wirklich alles rausgeholt und die hat natürlich jetzt auch schon in den Anfang der 80er Jahre verschwenderische 474,2 Megabyte gehabt. Da habe ich mit meinem ZX81 gar nicht dran zu denken getraut, weil das sind Datenmengen, da hätte ich nie gedacht, dass man die jemals brauchen könnte. Die hast du natürlich jetzt nicht versucht in Betrieb zu nehmen. Die habe ich nicht versucht in Betrieb zu nehmen, weil was man natürlich auf den ersten Blick sieht, wenn man so ein bisschen was davon versteht, ist, dass dieses Ding gar keinen Motor hat. Der fehlt nämlich hier bei dem Teil. Das ist ein sehr gutes Argument. Angeflanscht wird der Motor hier auf der Seite, aber da ist halt jetzt gerade keiner. Das ist jetzt echt schade, weil wir hätten jetzt ja, eine von deinen berühmten Demonstrationen gerne gesehen. Das Anlaufgeräusch von dieser Platte, das hätte mich echt mal interessiert. Und was bei dir wahrscheinlich auch total interessant ist, wenn sie dann wirklich auf Touren läuft, ich weiß nicht, wie viele tausend Umdrehungen, sie dann mal händisch einfach so von der Horizontalen in die Vertikale zu drehen. Ich glaube, das ist schier unmöglich. Wir lieben ja deine Demonstrationen. Ja, ja. Und vergessen auch die Quecksilber-Blinklampe. Ja, die ist ganz toll. Also die wird ganz toll sein. Du, mich auch. Was ich auch sehr interessant finde an dieser Festplatte... Genau, ich wollte nämlich jetzt schon sagen, dass du die vergessen hast. Kommen wir mal zu dem Detail. Und ich habe jetzt vergessen, einen großen Schraubendreher, Kreuzschlitz... Und du meinst jetzt, dass ich einen hätte? Du hast bestimmt einen. Könnte ich diesen You Are Screwed-Witz jetzt nochmal bringen oder wird er langsam langweilig? I am screwing. You are unscrewed. Diese Festplatte ist übrigens sehr montagefreundlich. Demontagefreundlich, das wäre was für mich. Ui. Also, nicht interessierte Zuschauer wissen auch, Platten aus den 80er Jahren wie eine Seagate ST251, ich glaube 20 Megabyte, hatten als Kopfantrieb einen Stepper. An diesem Stepper war ein Stahlband angebracht und dieses Stahlband hat dann über irgendwelche Umlenkrollen den Kopf radial hin und her geschoben. Moderne Festplatten, auch die heutigen, im Prinzip alle heutigen, arbeiten mit einem Moving Coil bzw. einem Servoantrieb. Da bewegt sich eine Spule in einem sehr starken Magnetfeld und die Lage dieser Spule ist direkt proportional zum Strom, der durch diese Spule fließt. Okay, wir machen hier ein Resume. Der Depp, also ich, hatte aus irgendwelchen Gründen ein Problem mit den Akkus und sie sind alle gleichzeitig leer gegangen. Man kann gar nicht so viel Schnapspralinen fressen, wie man kotzen könnte. Was habt du? Warum das passiert ist, es gibt eine logische Erklärung, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, es gibt mal ein eigenes Video. Jedenfalls haben wir jetzt alle Akkus gewechselt und der Herr Robel nach lautem Fluchen kann jetzt weitermachen. Zwischendurch hattet ihr jetzt die Freude, den Backup-Ton zu hören und weiter im Video. Ja, wir haben ja nichts verpasst. Wir sind ja noch da, es gibt Ersatzbatterien. Die Technik hat es irgendwie schon im Griff, irgendwann mal. Die Technik hat uns im Griff. Der Antrieb. Also, ST251... habe ich gesagt, Schrittmotor und Stahlband.
Und die modernen Festplatten haben einen Moving Coil, beziehungsweise einen, wie heißt das Ding, VCM, ja, Voice Coil Motor. Ach, ein also Stimmenmotor. Wie ein Lautsprecher, wo eine Spule über einen Magneten gestülpt ist und je nach Spulenstrom geht der Magnet vor oder geht die Spule vor oder zurück. Und genauso funktioniert hier auch der Antrieb für den Kopf. Und weil man 1980 vermutlich noch keine wirklich guten Neodym-Magnete hatte, sondern nur diesen ollen Kram, wo noch nicht mal, also wenn man hier mal mit dem Schraubenzieher an den Magnet geht, ja, also... Ich glaube, ich zeige es mal von oben, habe ich das Gefühl, oder? Ein bisschen magnetisch ist schon, aber... Please hold the Schraubenzieher. Please hold the Schraubenschlüssel. Ihre Anziehung ist uns wichtig. Legen Sie nicht auf. Also, diese Magneten sind nicht wirklich stark magnetisch. Wenn man das bei einer heutigen Festplatte macht, kriegst du den Schraubendreher eigentlich kaum noch vom Magneten weg. Ja, und die, ich gehe mal auf die Seite ein bisschen, dass man die Spule etwas... Warte mal, ich kann das auch unten drehen. Die bewegt sich nicht viel. Die Spule ist so eingegossen in Epoxid, damit sie ihre Form behält. Weil das sich wahrscheinlich schnell bewegt da, oder? Das wird sich relativ schnell bewegen, ja, so, so schnell wie halt der Motor kann. Zeig mal. Achso, du kannst es nicht einschalten, immer noch nicht? Nein, oh, Strom. Du hast keinen Strom. Doch. Du hast keinen Motor. Und man soll ja den Kopf nicht bewegen, wenn sich die Platten nicht drehen. Gute Ausrede. Okay, jetzt haben wir die Spulen gesehen. Hier in der Mitte, wo die Achse ist, das ist dann die Antriebsachse für die Köpfe. Und unten ist das die symmetrische Einheit, oder? Die ist symmetrisch, ja. Wahrscheinlich reicht die Kraft von einem Paket nicht aus. Mhm. Heutzutage hat man ja nur noch ein Paket auf der Außenseite von der Festplatte. Hier hat man quasi so ein Schmetterlingsflügel. Und dieser ganze Block hier, dieses Monster, das ist der Antrieb für die Köpfe. Es hat natürlich auch brutale Massenträgheit. Wahrscheinlich braucht man das. Ja, vor allen Dingen hier 21 Köpfe im Prinzip. Und da ist ja noch viel Stahl und Mechanik hinten drunter. Da tut sich schon was, wenn sich da der Kopf bewegt. Und die Zugriffszeiten der Platten waren auch nicht schlecht für heutige Verhältnisse, aber natürlich deutlich langsamer. Tja, was gibt es dazu sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts, außer dass es mich total fasziniert, dass es 1981 schon so fortschrittliche Technik gab. Also Fujitsu bzw. Facom hat da schon echt was auf die Beine gestellt. Die waren da auch Pioniere, was die Computertechnik betraf. Was vielleicht auch interessant ist, wir alle wissen, welche Plattengröße in den 70er, 80er Jahren aktuell war. Willst du den Publikumsjoker nehmen oder Gott anrufen? Ich möchte jemanden anrufen, ich weiß es nicht. 14 Zoll. Selbstverständlich, wie die Monitore halt. Wusste ja jeder. Also 14 Zoll Platten waren Standard. Fujitsu hat es wirklich geschafft, jetzt nur noch auf 10,5 Zoll zu gehen. Das ist die erste 10,5 Zoll Platte, die ich überhaupt in meinem Leben gesehen habe. So viele Exponate gibt es davon nicht. Diese Technik hat sich nicht lang gehalten, weil kurz darauf hat man dann festgestellt, dass man die Datenmengen auch auf einer 8-Zoll-Platte unterbringt. Das war dann die nächste Standardgröße, bis man dann irgendwelche 5-1-Viertel-Zoll-Platten, oder die waren ja dann ein bisschen kleiner, also immer weiter verkleinert hat, genau. Und heutzutage gibt es 1,5-Zoll-Platten, hat man ja schon welche auseinandergenommen, wo, sagen wir mal, 1 Million mal mehr drauf passt wie auf die hier. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Ich finde es total faszinierend, es ist brutal, brachial, feinste Mechanik. Hier auf dem Ding steht drauf, Caution Unit Weight Exceeds 25 Kilograms. Also das ist echt schwer. Da ist schon ein Warnhinweis drauf, dass das Ding sackschwer ist. Ein schönes Gerät. Den ganzen Rechner möchte ich nicht haben. Der füllt doch noch irgendwie so einen ganzen Wohnzimmerschrank. Die waren relativ groß. Es gibt eine Museumsseite von Fujitsu, wo dieses System M300 beschrieben ist. Mit ein paar Fotos drin. Auch die Festplattenlaufwerke waren eigene Schränke. Das waren noch Zeiten, wo man sich sowas nicht auf den Wohnzimmertisch gestellt hat. Und das möchtest du nicht, dass es ein Zuschauer dir zuschickt? Weil ich bin schon ganz froh, wenn es so, sagen wir mal, Teilstücke sind. Okay, weil sonst... Fragmente. Du hast ja angeblich eine eigene Homepage und es könnte sein, dass die Leute auf die Idee kommen, dir dann Sachen zu schicken. Ja, im Impressum steht meine Adresse, also geile Exponate. Immer wenn sie das Volumen von, sagen wir mal, so einem Ding nicht überschreiten. Oder wie ich so schön sage, nach vorheriger Absprache, bitte. Vorherige Absprache ist immer gut. Gut. Ja, also das war, sagen wir mal, die Sparte Fujitsu Mainframe M300. Ist schon was Besonderes, sieht man nicht oft. Und zwar deswegen, weil es kein
handelsüblicher Homecomputer war und die Stückzahlen da natürlich entsprechend nicht so groß waren und weil solche Dinger schon vom Preis her eigentlich nur in irgendwelchen Rechenzentren eingesetzt wurden. Und wer verschrottet schon Privatrechenzentren? Wahrscheinlich ist das alles, was da verbaut wurde, nach kurzer Zeit auf dem Müll gelandet, weil die Entwicklung war da ja doch sehr, sehr schnell. Dafür sieht es von außen aus wie ein Mofa-Motor. Ja, vielleicht ist das ja ein Vierzylinder-Festplattenlaufwerkantrieb und da gehört gar kein Motor drauf und hinten ist so eine Antriebsscheibe. Gut, dann würde ich sagen, mal zum nächsten Exponat. Ja, ich denke, dass hier was weitergeht, weil ich nicht Zeit. Ja, und auch gar keine Lust mehr, gell? Also du, nach der Sache mit dem Ton ist man immer so. Ja, das ist so demotivierend, gell? Ja, komm. Wir machen es einfach wett durch geile Exponate und einen. Ah, dann gib dir mal Mühe. Wunderbar freundlich vortragenden Wolfgang. Oh, das wird jetzt schwierig. Aber ich kann dich beruhigen, du hast noch Saft. Ja, ich stehe in vollem Saft. Möge der Saft mit dir sein. Ich lese jetzt mal ein bisschen was. In einer halben Stunde sehen wir uns wieder. Fricke, der Rechenschieber. Logarithmen sind die Grundlagen des Rechenschiebers. Ja. Was? Spannend. Ich habe eigentlich alles gelesen, was wichtig war für die Bedienung des Rechenschiebers. Und ich habe euch etwas mitgebracht, was ich gerne mal so ein bisschen zeigen möchte. Stellen wir mal hier die Hochtechnologie runter und gehen zur Niedertechnologie. Oder ist es Mitteltechnologie? Ist es wie Hochspannung, Mittelspannung, Niederspannung, Kleinspannung? Hochsprache. Bayerisch. Da haben wir es. Kennt er noch? Kennt er nicht? Macht doch, Rechenschieber, nichts. Aber ich konnte, glaube ich, nur addieren. Für alles andere war ich zu blöd. Die Aussage finde ich total gut, weil addieren ist das, was man mit dem Rechenschieber eigentlich gar nicht kann. Siehst du? Oh, aber das konnte ich. Irre. Also, in welche Kamera muss ich jetzt völlig verblüfft gucken? In die, gell? Ja, also Rechenschieber, das bringt jetzt voll aus dem Konzept. Hat man da nicht logarithmisch gerechnet? Ja, man rechnet logisch rechnet man damit, logarithmisch. Heutzutage, die Schüler, wenn man die so anguckt, dann fragt man sich, also ich habe einen Widerstand von 1 Kilo Ohm und da fließt 1 Milliampere. Welche Spannung fällt an dem Widerstand ab? Und die sagen einem ja kalt lächeln, 1000 Volt ist dann zwar eine Größenordnung voll daneben, aber heutzutage... Die Zahlen stimmen. Die Zahlen stimmen. Die Zahlen stimmen mal grundsätzlich. Die Zahlen sehen gut aus. Das fragt das Marketing auch immer, sehen die Zahlen gut aus? Ja, ja, die 1 ist schön. Also die 4 gefällt mir ganz besonders. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei dem gesunden Menschenverstand. Die Superkraft, die heute nur noch ganz wenige besitzen. Dieses Verständnis dafür, wie groß muss das Ergebnis einer Rechnung sein, geht heute ganz vielen Leuten ganz doll verloren, weil man rechnet ja nicht mehr mit dem Rechenschieber. Und mit dem Rechenschieber, da hat man ja zwei oder ganz viele logarithmische Skalen und macht sich zunutze. Das habe ich auch auf meiner Webseite und glaube ich auch schon mal in einem Film mit dieser Rechenscheibe, die hatte ich glaube ich mal dabei, schon dargelegt. Man macht sich zunutze, dass der Logarithmus einer Zahl mal den Logarithmus einer anderen Zahl das gleiche ist wie der Logarithmus der einen Zahl plus die andere Zahl. Ja. Und wenn ich dividiere, ist es die Differenz. Also ich kann Multiplikation und Division auf Addition und Subtraktion zurückführen, wenn ich entsprechende Skalen habe. Und wenn ich jetzt hier, ich weiß nicht, kann man das erkennen? Muss ich mal da in die andere Kamera schauen? Das Dumme ist, wenn du weiße Exponate mitbringst, das ist immer ein bisschen ein Hässel. Ich habe leider den dunkelgrauen, anthrazitfarbenen Rechenschieber nicht bekommen. Ja, du hast ja dein Problem eingesehen. So, jetzt bist du scharf. Wird anders, wenn ich ihn umdrehe. Ja, ich bin immer scharf. Nehmen wir mal an, wir wollen 2 mal 3 rechnen. Ach, du willst wirklich rechnen. Hoffentlich reicht dafür die Größe. Mhm. Ja, mach mal. Wir haben hier die Skala C und die Skala D. Das sind ganz einfache logarithmische Skalen. Das sieht man daran, dass da hinten einfach x steht. Die haben keine weiteren Funktionen, außer eine Zahl auf einer logarithmischen Skala darzustellen. Jetzt möchte ich rechnen 2 mal 3. Dann gucke ich mal, die eine Skala fängt bei 1 an, die andere auch bei 1. Da ist die 2 bei der unteren Skala. Auf die 2 schiebe ich die 1. Und jetzt gehe ich mit diesem Schieber hier bis auf die 3. Das heißt, ich addiere die Strecke vom Anfang bis zur 2. Mhm. Wieder zum Anfang bis zur 3. Das ist eine Addition, eine logarithmische Addition. Und wenn ich jetzt wieder auf die untere Skala gehe, dann nehme ich sozusagen E hoch. Also ich werde den Logarithmus wieder los. Mhm. Und da steht direkt unter der 3 die 6. Also du führst erst eine Transformation durch,
auf einen Logarithmus, genau, weil du dann, weil ich dann logarithmisch addieren kann und das entspricht der Multiplikation im normalen Zahlensystem. Du kannst dann addieren. Ja, ja, natürlich kann ich addieren. Also ich weiß auch, dass 2 plus 3 das logarithmisch, 5 ist. Das logarithmische Addieren hat, irritiert mich immer kurz. Der Logarithmus macht halt, erniedrigt halt im Prinzip die Stufe der Rechenoperation. Genau. Aus der Multiplikation wird eine Addition, aus einer Division eine Subtraktion. Und quadratisch kann man auch machen. Also Wurzel ziehen ist dann eine Multiplikation mit einem Bruch, mit 1/2. Ich bin draußen. Egal. Aber wir haben jetzt gerechnet 2 mal 3 und das ist 6. Und wenn man über Zehnerstellen hinweg geht, dann muss man natürlich genau wissen, was da letztendlich rauskommen soll. Also ob es eine 0,0 irgendwas ist oder eine 2 Stellen vor dem oder nach dem Komma. Das heißt, alle die früher mit dem Rechenschieber gerechnet haben, die mussten eigentlich genau wissen, was so ungefähr rauskommt und haben im Prinzip nur das Ergebnis sich bestätigen lassen. Die reinen Zahlen, aber der Exponent, den musstest du dann halt wissen. Den musstest du mit im Kopf mitführen. Das heißt also, da musste man wissen, was man rechnen wollte. Heute tippt man einfach nur noch Sachen ein und hat noch nicht mal eine Ahnung, ob das richtig ist, was dabei rauskommt. Wir kennen alle Faber-Castell, also dieser Rechenschieber ist von Faber-Castell. Faber-Castell ist die Firma, die auch heute noch die Bleistifte herstellt, zum Beispiel. Also quasi Bleistifte blauen Geblüts, Graf von Faber. Achso, ich habe gedacht HB und wie auch immer. Ja, weich, mittelweich. Du nimmst die ganz weichen, ne? Ganz weich, ja. Nein, ich mag übrigens Druckbleistifte, interessiert wieder keine Sau. Druckbleistifte? Ja, ja. Du übrigens, bist der geborene Manager. Machen Sie mal Druck! Nein, ich brauche halt sehr viel. Ich schreibe dann halt sehr viel, weil ich sehr wichtige Sachen niederschreibe. Ich dachte, weil du so viel wegradieren musst. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder bei Telekolleg Mathematik mit Wolfgang ein, wenn Sie sich zu Tode gelangweilt, interessiert, abgeblendet haben. Wir haben auch noch mehrere Funktionen. Wir können ja auch die Wurzel ziehen. Also die Wurzel, das geht aber dann nicht über den Schieber, sondern das geht wirklich über die Skalen. Und deswegen, einer der Gründe, ich habe mich früher mal gefragt, wieso sind auf so einem Rechenschieber so unglaublich viele ätzend unterschiedliche Skalen? Wir haben hier zum Beispiel eine Skala mit x². Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die 4 bei x² gehe, dann habe ich hier unten, wenn ich den Schieber nicht verstellt habe, die 2. Das heißt also, ich kann auch über diesen Rechenschieber Wurzeln ziehen. Und ich kann die Kubikwurzel ziehen, da gibt es nämlich auch eine Skala für. Und ich kann Hundertstel und Zehntel bestimmen und ich kann Logarithmen direkt, also ich habe auch eine Logarithmusskala. Die Logarithmusskala, Fun Fact am Rande, ist die einzige Skala, die lauter gleiche Abstände hat. Logisch, weil ja die Skalen, die normale Zahlen darstellen sollen, also von 0 bis 10, logarithmisch aufgesetzt sind. Faszinierende Eigenschaften. Also, so ein Rechenschieber ist toll. Er ist nicht sehr genau. Man kann, glaube ich, sagen wir mal so auf 2 Stellen hinterm Komma was damit abschätzen. Aber man kommt sehr, sehr schnell zum Ergebnis und auch wenn die Batterie alle ist. Für ein Business-Kasper reicht es. Für ein Business-Kasper. Ich glaube, da reicht der Zahlenbereich nicht, weil wir heutzutage ja in Fantastillionen an Gewinnen rechnen. Ich glaube, die Fantastillionen-Skala gibt es hier nicht drauf. Das ist ja hochspannend. Könntest du noch bitte 2 Stunden über dieses Ding nicht referieren? Alles klar. 1974 hat Faber-Castell beschlossen, wir wollen jetzt die Kundschaft beglücken, die sich nicht dafür entscheiden kann, ob sie jetzt einen Rechenschieber nehmen, den sie gewohnt sind, oder ob sie schon einem elektronischen Taschenrechner vertrauen. Und Faber-Castell waren, glaube ich, auch die einzigen, die so schräg drauf waren, dass sie beide Möglichkeiten in einem Gerät gewährleistet haben. Es gibt von Faber-Castell die Modelle TR1, TR2 und ich glaube TR3. Die sind alle sehr ähnlich. Die sind auf der einen Seite ein elektronischer Taschenrechner und auf der anderen Seite ein Rechenschieber. Völlig krude. Wenn die Batterien leer waren. Wenn die Batterien leer waren, konnte man mit dem Rechenschieber weiterrechnen. Und wenn man der Elektronik nicht vertraut hat, konnte man es mit dem Rechenschieber nochmal überprüfen. Das Tolle ist, das Ding geht noch. Die Tasten prellen. 112, ich wollte eigentlich 12 tippen. Also die Bedienung dieses Taschenrechners ist aufgrund des Alters nicht mehr sinnvoll. Man sollte die Ergebnisse auf jeden Fall mit dem hintenliegenden Rechenschieber vergleichen. Das sind diese schönen LED, ich glaube Bubble-Anzeigen, Bubble, oder wie die Memory, heißen. Bubble Display ist was anderes. Ja, Bubble Display nennt sich das. Und warum heißen die so, lieber Wolfgang? Schrauben wir es doch mal auf und gucken nach. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Übrigens noch interessant, noch nicht weg, dieses Gerät läuft nicht mit Batterien. Mit Kurbel, das ist ja spannend. Dieses Gerät läuft mit Akkus. Und zu dem Faber TR gab es noch ein
Ladegerät, was man direkt in die Steckdose stecken konnte, mit einem unheimlich zuverlässigen und sicheren, ich schätze mal, da ist ein Kondensatornetzteil drin. Wahrscheinlich, ja. Im Original waren hier... Wenn du nochmal aus dem Bild gehst, werde ich dich schlagen müssen. Ich gehe aus dem Bild, aber ich bin noch gar nicht im Bild. Na, du bist noch nie im Bild gewesen. Bin ich im Bilde? Im Original sind da Nickel-Cadmium-Akkus drin gewesen. Die laufen natürlich aus, wie man demnächst auf meiner Webseite... Du hast eine eigene Homepage jetzt endlich. Endlich mal. Ich habe ihr sogar einen ganz besonderen Namen gegeben, www.wolfganggrobel.de. Da sind genaue Fotos drin. Diese Nickel-Cadmium-Akkus sind natürlich im Laufe der Jahre alle ausgelaufen und nicht mehr funktional. Es gibt aber von Varta die Bauform, jetzt muss ich wieder spickeln, Varta V150H. Nickel-Metallhydrid-Knopfzellen-Akkus. Die sind zwar länglich und nicht rund, passen hier aber rein, wenn man da noch so ein paar Hülsen Schrumpfschlauch mit reinmogelt. Okay, cool. Hält, lässt sich sogar über dieses Ladegerät aufladen. Muss man aber vorsichtig sein, weil Nickel-Metallhydrid und ich glaube, das ist nicht unendlich ladesicher. Das haut halt 50 mA rein, solange wie es in der Steckdose steckt. Wie auch immer, es funktioniert. Und mir ist wichtig bei meinen Exponaten nicht nur, dass sie hübsch aussehen und technisch interessant sind, sondern dass sie halt auch funktionieren. Hast du eine Ahnung, wie lange man mit so einem Ding dann rechnen kann, mit so einer Ladung? Da muss ich mal schauen, ob das in der Bedienungsanleitung steht. Mit ihrem formschönen und leistungsstarken TR2 haben sie gut gewählt. Alle wichtigen Rechenarten aus Technik, Mathematik und kaufmännischem Bereich können sie damit leicht und durch den aufladbaren Akku auch wirtschaftlich durchführen. Alle Extras, die man sonst zu einem Taschenrechner dazu kaufen muss, haben sie bereits. Rechenschieber. Jetzt gucken wir mal, ob da noch was steht. Ich weiß es gar nicht. Ja gut, egal. Also nicht lang. Ich gucke gerade, der hat eine Wurzel, weil das wäre natürlich lustig gewesen, wenn der Rechenschieber mehr gehabt hätte. Nein, der hat eine Wurzel, aber der hat keine trigonometrischen Funktionen. Und Fun Fact am Rande, ich habe es noch gar nicht erwähnt, wenn einem die Möglichkeiten dieses Rechenschiebers nicht ausreichen, also wir wussten es alle, aber ich zeige es jetzt trotzdem nochmal, hat man auf der Rückseite noch mehr Optionen. Ach, ich dachte, das wäre jetzt Inch und Zentimeter. Hier hat man zum Beispiel die Wurzel von minus 1 mal Klammer auf 0,1x in Klammern zum Quadrat. Das ist eine hyperbolische Funktion. Die Wurzel aus minus 1. Ich habe noch Wurzel aus 1 minus. Was ist das nah? Und da hat man auch Sinus, Arcus und Tangens, was auch immer. Also Trigonometrie. Habe ich schon mal gehört. Ist quasi ein wissenschaftlicher Taschenschieberechner. Ich wollte es aufschrauben, habe ich gesagt. Gell? Ja. Dass man mal wenigstens irgendwas aufgeschraubt hat. Ich hätte passendes Werkzeug da. Also ich habe mir passendes Werkzeug gekauft, weil das total stark ist, mit passendem Werkzeug zu arbeiten. Das Schöne ist, zu dem Moiré-Muster von dem Stuhl wird wahrscheinlich jetzt irgendjemand das Moiré-Muster von der Unterlage, da bin ich ja mal gespannt, Bildschirmauflösung bemeckern. Und dass du übrigens den Taschenrechner nicht komplett im Raster liegen hast, sondern mit einem ganz leichten Winkel. Schief ist Englisch und Englisch ist schick. Dutch Angle heißt es im Kino. Glaube ich. Wahrscheinlich wird mich jetzt irgendjemand korrigieren. Das sind aber, die Datschen sind aber die Holländer, ne? Ja, ja. Du vielleicht hast sind die auch schief. Ich möchte Wer weiß das schon? Nichts über Holländer sagen. Ich finde es immer spannend, was Leute dann wie ärgert. Also ich denke... Ach, da ist ja gar nichts drin. Das schiefe Raster. Das ist ja blöd. Du hast uns jetzt verarscht, oder? Ja, der ist ja völlig leer. Na gut, nehmen wir den anderen. Da ist jetzt auch nicht so viel drin, also auf der Seite. Komm, ich erleuchte dich mal ein bisschen. Ach, wie kommt da jetzt mein Teint raus? Ich könnte es jetzt ein bisschen wärmer einstellen, dann kommst du heißer rüber. Was sagen da die Zuschauer? So, jetzt darfst du drauf deuten. Ich deute mal hier drauf. Dieses Firmenemblem kennen wir, glaube ich. Für die mit 6502 aufgewachsen sind, wissen, dass das Mostek sein dürfte. Ah, von denen hatte ich gerade für dich natürlich noch nicht einen Tischrechner, den 210. Ja, da bin ich mal gespannt. Also wenn der auch Mostek hat. Das ist ein Mostek, ja. Die haben ja viele Rechner gemacht. Welche Nummer ist das? Das ist die A5502PA. Nee, ist ein anderer. Weil die hatten ja am Anfang mit TI diesen Wettbewerb in den 71ern. Weiß ich natürlich. Ja, ja, wusstest du, nachdem du bei Wikipedia geguckt hast. Ja klar, weil ich habe mich halt vorbereitet. Ja, ich bereite mich auch immer vorbereitet. Ich bin auf alle Eventualitäten vorbereitet, nur nicht darauf, dass hier der Ton ausfällt. Aber was soll das? Läuft er noch? Sollen wir gucken? Ja, er läuft. Es blinkt nicht. Habe ich dich aus dem Konzept gebracht? Ach, ich brauche keins haben. Ich muss einfach nur warten, bis du fertig bist. Genau, also
Ein Single-Chip-Taschenrechner ist natürlich günstig. Und die Platine wieder aus dem Bild ziehen. Was sehr interessant ist an der Stelle, ist auch, dass diese Gehäusebauform, die gab es in der Zeit relativ häufig, gerade so bei Taschenrechner-Chips. Die Pins sind in zwei Reihen angebracht und sie sind offensichtlich händisch von oben auf die Platine gelötet, auf die doppelseitige Platine gelötet worden. Es sieht schon ein bisschen pfuschig aus. Das Gute daran ist ja das Gute darin. Und wir sind ja noch nicht fertig. Dann gibt es hier noch diese schicken Senkkopfschrauben, die man besser nicht zu oft rein und wieder rausschraubt. Da ist auch so ein Siegellack drauf. Ich habe natürlich jetzt voll die Garantie verloren von dem Gerät. Dras mal ein Breck. Nee. So. Weiter drehen. Jetzt stopp. Sehr gut machst du das. Fein hast du das gemacht. Weil mich das Raster jetzt echt leicht irritiert, aber Gott. Das Raster. Schreibt mal drunter, wie euch das Raster gefällt. Ich glaube, das müssen wir nochmal ändern. Mach Locken dran, dann sind es Rasterlocken. Bubble Memory. Du bubbelst eh relativ viel. Ich bubble, ein Blödsinn. Bubble Display. Hier ist es. Ist ein ganz normales 7-Segment-Display, wo man unheimlich was an Halbleitern gespart hat. Die 7 Segmente so winzig ausgerichtet, dass sie mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind. Und damit das überhaupt noch irgendwas wird, hat man dann so eine Plastiklinsen davor gemacht. Im Stück, ja. Also das Teil ist so dunkel, dass man im Zimmer das Licht ausmachen muss, dass man noch was sieht. Das gab es auch in den HP-Taschenrechnern eine ganze Weile ganz lang. Wir hatten nichts anderes. Und ich habe ja auch noch so ein paar SCMP-Computer von Christiani, auch auf meiner Webseite, da sind die Dinge auch drin. Also der ganze Taschenrechner besteht quasi aus dem Display, dem IC und hier so ein bisschen Logik. Ich weiß gar nicht, wofür die da ist, vielleicht macht die auch noch eine spezielle Spannungserzeugung hier drauf, weil hier ist noch so eine Spule dabei. Who knows? Und diesen wunderbar prellenden Tasten. Wobei die eigentlich sonst echt ganz gut waren. Aber, die, ja, sie sehen gut aus, aber ich weiß nicht, geputzt habe ich das Ding schon, prellt trotzdem. Ist ja auch egal. Macht nichts. Hauptsache ist schön. Genau. Ist schön, ist faszinierend, ist ein Stück Technikgeschichte. Also ein Taschenrechner mit Rechenschieber hat man nicht so oft. Das hat sonst keiner, das stimmt. Und wenn man den dann mal in der Schule zur Klausur mitbringt, kleiner Tipp an Miro, der ja versucht hat, wie man seinem Kommentar auf YouTube entnehmen kann. Nee, war es auf YouTube? Na, auf jeden Fall in einem Forum, genau. Mit dem Rechenschieber in die Klausur zu gehen, was ihm verwehrt wurde. Hier wäre das nicht passiert. Da ist ein richtiger Rechner dabei. Der wirklich verboten mit dem Rechenschieber? Ach so, weil da waren... es kann sein, wenn es ist wie bei uns, da wurden irgendwann bloß noch die erlaubten Geräte zugelassen. Also quasi eine Whitelist. Ja, hinterher ist der Rechenschieber programmierbar und man mogelt. Ja, die haben aber das... Ich weiß nicht, wann das war. Aber es gab so eine Zeit, da wusste keiner mehr, welcher Taschenrechner programmierbar war und welcher nicht. Ja, das war ganz übel. So eine Whitelist. Wobei, Ingenieursmeinung, also meine, wenn... Ich wusste gar nicht. Sag mal. Er hat nicht eigentlich eingeladen. Wenn der programmierbare Taschenrechner dir hilft, die Prüfung zu bestehen, dann taugt vielleicht auch die Prüfung nichts. Das ist wie mit diesen Prüfungen, wo man... ganz großzügig im Vorfeld der Prüfung erfährt, man darf alles mitnehmen. Also das ganze Skript, beliebig Bücher, alles Mögliche, da weißt du vorher schon, die wird so sackschwer, das wird dir alles gar nichts helfen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal zum Besten gegeben habe. Ich hatte ja auch immer alles dabei und ich hatte auch alle Prüfungsaufgaben durch. Und dann passiert es natürlich mal, dass du plötzlich in der Prüfung erkennst, dass der Assistent fauler war, als du dachtest und die Prüfung von vor ein paar Jahren verwendet hat. Und dann warst du die Zeit beschäftigt, nur möglichst unauffällig. Es war ein erlaubtes Hilfsmittel, die Prüfung, die Musterlösung abzuschreiben. Ja. Wie gesagt, es war kein Fehlverhalten, bevor jetzt jemand anfängt. Geschichten aus der Gruft. Ich hatte mal einen Schulkollegen, auch eine sehr nette Geschichte zum gleichen Thema, wie wir sinnvoll abschreiben, Latein. Erwähnte ich schon, dass ich das kleine Latinum habe? Völlig sinnfrei, aber zum Klugscheißen hilft. Erwähnte ich, dass ich das große habe? Ja, das ist ja, wird ja mal schlimmer hier. auf jeden Fall, Latein war mir ein Graus und vielen meiner Schulkumpels auch. Und der Lehrer hat sich irgendwann mal verplappert und hat dann mal so gesagt, was dann so ungefähr in der Klausur drankommt. Und dann konnte man ungefähr ahnen, was es ist. Und einer meiner Schulkollegen hat sich dann gleich mal von Reklam die deutsche Übersetzung von, weiß ich nicht, Cicero, De Bello Gallico oder sowas geholt. Und hat dann das Ding unterm Tisch gehabt und hat dann munter drauf los übersetzt, abgeschrieben. Und das hat der Lehrer gar nicht schlecht gefunden, weil der hat das natürlich gemerkt. Und da derjenige aber so schlecht Latein konnte, dass er nicht gemerkt hat, wo der Text aufhört, hat er halt munter weiter übersetzt. Und er hat dann für jedes
zu viel übersetzte Wort einen Abzug bekommen und das landete dann trotzdem bei einer 6. Der Trick ist natürlich, falls es jetzt manche nicht kennen, diese Musterübersetzungen waren manchmal zu gut und manchmal ein bisschen literarisch am Thema vorbei. Also wir hatten das immer so, nein, Leute, die ich kenne, hatten das dann immer so gemacht, man hat erst mal selber übersetzt, also bei der Hausaufgabe oder was, und dann geguckt, ob man überhaupt auf der richtigen Spur war mit der Musterübersetzung. Das war eigentlich dann das Sinnvollere, weil dann ist man nicht so weit daneben gelegen. Weil manchmal haben die schon sehr, sehr frei übersetzt. Ne? Ich möchte nur diesen Satz zitieren, der Konjunktiv drückt den konsekutiven Nebensinn des Relativsatzes aus. What? Ja, irgend sowas in der Richtung. Wahrscheinlich habe ich es jetzt auch falsch gesagt. Aber das, also wir hatten ja auch mal Gedichtinterpretation. Ich muss jetzt die Zeit rumbringen. Bis ich die Schrauben da drin habe. Aber mit so einem Schmarrn, da könntest du ja wenigstens was Vernünftiges also sagen. Also lateinische Gedichte war, also das war der, also der letzte Punkt, wo ich sicher war, ich würde Latein abwählen. Mens sana in Campari soda. Ja, wobei die Konstruktion ja sogar noch Sinn ergibt. Ora et de flora. Ich glaube, du hast da etwas falsch verstanden. Bist du jetzt eigentlich mal fertig? Weil sonst muss ich das alles wieder rausschneiden. Ich glaube, jetzt habe ich alle Schrauben drin. Ist super. Ist alles super. Alles, wo ist oben? Oh, das sind ein paar Teile übrig. So, der letzte Spruch des Automechanikers. Er geht wieder. Sehr schön. Also, Faber-Castell TR2. Ein Wunderwerk des Irrsinns. Besser als T1000. Besser als T1000, ja. Der tut einem nichts. Der tut nichts, wobei der will nur rechnen. Der ursprüngliche Terminator ist der T100, gell? Der hat doch einen 6502. Der hat einen 6502, ja, weil man kurz, wo man es von ihm heraus quasi sieht, 6502 Source Code aus irgendeinem Apple 2C eingeblendet wird. Ein Display. Ja, Kenner von Apple haben das natürlich sofort erkannt. Der Rechenschieber. Wer noch Fragen hat, einfach in den Kommentarspalten. Na, du beantwortest das doch eh nicht. Das haben wir schon. Schreibt direkt an wolfgang@wolfgangrobel.de. Wenn es Fragen gibt, ruft mich an. Wenn das jetzt klingeln würde, ich hätte so gelacht. Ja, der Akku ist platt. Das wäre jetzt aber ein guter Gag gewesen. Das ist ja, jetzt, das machen wir für den nächsten Film. Das ist aber nicht das Matrix-Handy, das ist der berühmte Motorola-Knochen, das oder? Ist der berühmte zweite Motorola-Knochen, aber das erste, wenn ich richtig informieren, das erste GSM-fähige. Der erste war es nämlich nicht, der war irgendwie nicht zugelassen in den GSM-Netzen. Der ist noch ein Stückchen größer und so teuer, dass man ihn sich nicht kaufen möchte. Die Dinger wären relativ günstig gehandelt. Sie funktionieren übrigens noch. Also ich habe hier mal, wenn man den Akku rausmacht, wenn man den Akku richtig rausmacht, wenn man den Akku ganz richtig rausmacht, au, das ist Span abheben, das Öffnen. Dann sieht man, dass man hier diese zwei Kontakte hat und dann guckt man auf den Akku, stellt fest, das hat 7,5 Volt. Und wenn man hier 7,5 Volt anschließt, dann funktioniert das Teil. Und das ist sogar schon eine normale SIM, also für mich normale SIM-Kartengröße, weil die Full-Size, das war ja EC-Kartengröße. Ja, von den weiß ich gar nicht. Ja, das waren die ganz großen. Und jetzt sind wir irgendwo bei, ich weiß nicht, Pico oder keine Ahnung. Tja. Also wir werden es wahrscheinlich nie in Betrieb sehen. Weil wahrscheinlich meine Aldi-Talk-Karte hier nicht funktioniert. Ja, ich hatte vorher schon erwähnt, die Karten wurden immer noch auf 3,3 Volt umgestellt, soweit ich weiß. Und die alten sind 5 Volt. Das könnte ein gewisses Puff-Problem geben. Also nicht Puff. Aber so es piept, wenn man Tasten drückt. Ich fand es nur faszinierend. Ja, also früher diese... Früher wäre es für Notrufe noch geeignet gewesen, aber inzwischen brauchst du auch für Notruf eine SIM-Karte. Ja. Mhm. Ich glaube, du blutest. Ja, ich blute. Ich gebe alles. Ich gebe für diesen Kanal alles. Es tut mir leid, aber nee, das tut ja nicht leid. Das ist drüber lustig. Blutspenden hilft übrigens Leben retten. Aber in dieser Menge nicht. Gut, dass ich die Platte drunter habe, sonst würde man auf den Tisch voll bluten. Ja, und dann ist wenn ich da richtig den See ausgebreitet habe, dann ist dieses scheußliche Muster auch weg. Noch eine kleine Spende, die ich bekommen habe. Wollte ich nur mal zeigen. So groß sind bei Siemens schon vor etlichen Jahren die Wafer gewesen. Und den Winkel behältst du jetzt bei, weil sonst spiegelt es und blendet es. Ja? Mikrocontroller, ganz viele. Die Aufgabe für Dominik ist jetzt, aus diesem Wafer möglichst viele Mikrocontroller zu bauen. Das lohnt sich doch nicht. Wobei der 166 war schon ganz okay. Das ist ein 16-Bit-Mikrocontroller. Hm. Mit viel RAM. Der konnte was, der hat richtig Power. Onboard? Ja, der hat RAM onboard. Brutal, dann 6 hier rauskommen. Später. Wollte ich nur mal zeigen, ist ganz hübsch. Habe ich von jemandem bekommen, dessen
glaube, Vater bei Siemens gearbeitet hat. Wahrscheinlich haben die das so als Gratifikation mal bekommen. Und das ist ein 1,2 Mikrometer Prozess. Also nicht Nanometer, sondern Mikrometer. Mikro, ja, ja. Ist besser, ne? Es ist größere Zahl. Ja, größer ist immer besser. Also Größe ist manchmal entscheidend. Nee, absolut. Ich glaube, bei, bei Prozessoren? Ich dachte, die Technik. Die Technik plus die Größe, das bedingt sich bei Prozessoren. Ach so, ja. Multi-Hardcore. Schön. Ja, ist auch hübsch. Was habe ich sonst noch? Schnapspralinen. Bist du schon durch? Das war mir ein Vergnügen. Endlich. Schon. Jetzt lass mich mal in Ruhe bluten. Wie ist es bei Top Gear dann immer so mit dieser on that terrible disappointment, good night everybody. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, fragt irgendwen, aber nicht uns, weil wir haben keine Ahnung. Doch, ihr könnt Wolfgang fragen. Direkt über seine Homepage. Oder im YouTube-Kanal. Ja, aber dann kommen die auch bei mir hoch, die Fragen. Also mir ist und spendet dem Dominik endlich mal irgendein Badehandtuch, dass er seinen Stuhl demoralisieren kann. Demoralisieren. Nein, ich finde das inzwischen recht unterhaltsam. Wir haben ja immer so dieses Trinkspiel, wie viele Kommentare kommen, die sich über das Muster von dem Stuhl beschweren. Ich finde dieses Transzendente oder Transluzente von dem Hintergrund, der da so leicht durch... Das ist cool. Das habe ich auch schon gesehen. Das hat was. Ja, ne? Ja. Das Einzige, was stört, ist der Typ, der immer drauf sitzt. Das stimmt. Und vielleicht müsstest du dann mehr auf Kontrastfarben achten, dass du dann mehr kontrastierst mit diesem... Soll ich mir mal die Haare rot färben? Ich sehe, du bist verhandlungsfähig. Ja, schauen wir mal. Also dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass du es mal wieder hergeschafft hast und deinen ganzen Gerümpel. Ja, ist ja nicht mal meins. Danke, Herr Miro. Ach so, das ist auch nur eine Leihgabe? Das ist nur eine Leihgabe. Also die Fujitsu-Sachen sind eine Leihgabe, der Rest gehört mir. Dann war das also schlimm, dass uns das vorher runtergeflogen ist, das Ding. Jetzt hat er bestimmt einen Plattenfehler. In welche Kamera soll ich denn diesmal blöd reingucken? Also beim letzten Film, den ich mir mal angeguckt habe, ich habe mir auch mal die Filme angeguckt, die wir machen, oh nee. Habe ich festgestellt, ich schaue immer woanders hin. Das hast du mit Absicht gemacht, gell? Naja, es gibt... jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt schau deine Kamera, schnell den anderen Schnitt. Naja, das hängt halt damit zusammen, an welcher Kamera ich gerade rumfummel. Soll ich immer da hingucken, wo du rumfummelst? Ja. Nein, das Problem ist, dass du natürlich intuitiv falsch denkst. Du denkst, ich gucke in die Kamera, wo der Kerl gerade rumschraubt. Aber das ist natürlich die, wo ich dann beim Schnitt... Du verstehst? Ja, ich bin halt kein Profi. Ich bin ein... Kannst du ja nicht wissen. Deswegen, ein engagierter Amateur. Oh, die ISOs sind falsch. Zifix. Du bist noch nicht mal engagiert. Wenn man live schneidet und natürlich jemand in der Regie hätte, dann könnte man dann auch so ein rotes Lampal. Das gibt es nämlich von... Ja, das finde ich total cool. Von Blackmagic gibt es sogar sowas. So mit, so das wäre ja dann eigentlich Red Magic, oder? Oh, ja, vergiss es. Mit so richtig großen Pulten und wichtig und so weiter. Mhm. Aber Budget. Budget. Sprich doch mal mit deinen Zuschauern. Irgendwas müssen die doch mal tun, dass das mal besser wird. Mit dem Budget. Hast du eigentlich die Schnapsfolien schon aufgemacht und ich im ordnungsgemäßen Zustand? Ja, das machen wir doch. Klassische Brände. Das ist für die Feuerwehr. Ich wollte ja auch gerade sowas sagen. Ich könnte dir jetzt auch sagen, dass ich jetzt eine neue Kamerawechselplatte seit heute jetzt hier auch in diesem Rahmen in Betrieb habe. Ich weiß, das. Was ist eine Kamerawechselplatte? Ach, da ist unten drunter. Genau. Ist die magnetisch? Nein, die ist nur jetzt. Du hast nur vergessen, sie festzuschrauben. Nein, die hält auf allen Seiten. Während die alte, da habe ich es nämlich manchmal geschafft, durch Verkanten, dass dann die Kamera hätte rausfliegen können. Sind doch Peanuts mittlerweile. Ja. So, jetzt müssen wir noch den Strahler ein bisschen einstellen. Den Strahler. Ich setze mich jetzt mal, ich bleibe jetzt hier mal in der Mitte sitzen. Ja, das ist sehr gut. Weil du strahlst. Und mach den Erklärbär. Ich strahle ja sowieso sowas von, also mein zweiter Name ist Tschernobyl. Also. Ist das hell. Bist du fertig mit Motzen? Moment. So, jetzt können wir anfangen. Das passt. Du bist so scharf, wie es geht. Das ist, ja, das brauchen wir gar nicht nachstellen. Ist das alles? Ich sehe dich bis hier, wenn dir das reicht. Da ist ein Tisch, da kann ich nicht sein. Dann machen wir jetzt diesen eleganten Übergang. Wenn ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt, dann da unten, da hinten, da vorne. Wo jetzt? Jetzt entscheide ich mal für eine Ecke, weil ich muss es nachher einblenden. Da? Ja, okay, dann blenden wir es halt da ein. Passt schon. Ich habe mal eine Entscheidung getroffen, mache ich im Beruf nie. Tschüss.